Guten Morgen, neuer Tag, neues Glück sozusagen. Wir fahren jetzt mit unserem Mietauto wieder nach Huelva und versuchen es nochmal mit den Christoph-Kolumbus-Schiffen. Ich habe aber vorher diesmal angerufen und gefragt, ob es auch wirklich geöffnet hat. Und ja, und jetzt fahren wir dorthin und wir nehmen euch wieder mit. Jawohl. Jetzt links ab. So, wir sind jetzt angekommen und wir gehen jetzt rein. Okay, das ist der Hafen, Puerto de Huelva, Vista General del Puerto. Hier. Muelle, da ist er gestartet. Ja, Muelle de la Reina. Okay, er wollte eine neue Handelsroute für den König in Asien finden und hat dann somit irgendwie dann Amerika entdeckt. Okay, hier sind die drei Schiffe. Wir haben hier eins in der Mitte, das ist das größte, das ist das Mittel. Das ist das mittlere. Und dieses hier ist das ganz kleine. Und jetzt ein bisschen Sachkunde für euch. Das kleine heißt Niña. Dieses hier heißt Santa Maria. Und dieses hier Pinta. So war früher der Hafen. So sind die abgelegt. Okay. Hier stinkt es aber voll nach Fisch irgendwie. Ja, nach alter Hafen. Ja. Hinterhergeschoben, kommt ihr an Land gehen. Das ist die Pinte. Das ist schon krass, dass die so Schiffe vor 500 Jahren so gebaut haben. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, ich bin so ein Schisser. Es geht, glaube ich, ganz gut. Es wird nur jetzt ein bisschen dunkel da unten. Alles okay, Samuel? Boah, das ist ja echt gruselig. Hier riecht es auch so richtig. Hier riecht es so richtig muffig und alt und nass und voll strange. Boah, das Licht ist ja gar nicht so schlecht. Voll cool. Ja, und wo haben die geschlafen, Lukas? Ja, das war das hier. Ich glaube, die war hier nur im Frachtraum, oder? Ja, aber das ist irgendwie unrealistisch, weil wenn es mal geregnet hat oder es sehr windig war, mussten die doch hier irgendwie das war hier alles sich voll, schützen. Das war hier damals alles vollgestopft mit Proviant, wo man geschatzt wurde. Ja, ich frage mich dann, wo die dann geschlafen haben. Also, weil oben ist es fast... Stimmt, haben die so Hängenetze gehabt. Ja, das kann auch sein. Weil oben ist es fast unmöglich. Also die Leute werden da an den Seiten rausgerutscht, wenn mal so eine krass große Welle kommt oder so. Was denn, Schatz? Wow! Wow! Ist voll interessant hier. Hui! Mehr geht schon noch. Ja. Guck mal, da ist Wasser drin, ne? Was verkann man denn? Oder Bier, Wein. Die waren bestimmt dauerbesoffen hier. Ja. Um die Seekrankheit zu überstehen. Weil Wasser verkammelt ja irgendwann. Nee, das Ding ist, das habe ich mal gelesen, Wein war früher nicht so stark wie heute. Ja, ja. Es war extremst verdünnt und noch auf natürliche Basis sozusagen. Da war nicht so viel Alkohol. Es geht nicht so schnell kaputt wie Wasser halt. Genau, ich habe das mal in so einer Mittelalter-Doku gesehen. Ich habe früher fast nur Wein wie Wasser getrunken. Okay, so langsam gehe ich wieder hoch, obwohl ich muss sagen, hier ist es eigentlich total kühl und angenehm. Ja. Oben ist eine Hitze, Leute, wir haben... Ich glaube, heute haben wir 34 Grad oder so. Das ist der Hammer. Fotografierst du mich gerade mit der Kamera in der Hand? Und Samuel? Cool, oder? Also hier haben die geschlafen, bin ich definitiv bei der Kühle hier. Das soll Christoph Kolumbus darstellen. Voll krass. Ich hab dich auch lieb, Mann. Ich habe mir gerade meinen Finger eingeklemmt im Auto. Weil wir spontan von der Autobahn angehalten sind. Ich wollte die Autotür aufmachen und die ist irgendwie wieder zugegangen. Kein Plan. Und ich habe meinen Finger eingeklemmt. Das tut so weh. Ja, wir wollten uns einfach umziehen und dann zum Schwimmbad und hinterher zum Strand. Aber wir sind gerade hier die Autobahn runtergefahren und haben einfach diesen wunderschönen Strand hier entdeckt. Und haben uns gedacht... ja, wir halten an, parken und schauen uns das einfach mal an. Mir ist so heiß, ich habe eine Jeanshose an, schaut mal. Weil morgens ist es ja noch ein bisschen kühl. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du ziehst eine lange Hose an. Aber wir haben 34 Grad oder sowas, das ist der absolute Hammer. Ich schwitze mir einen ab. Aber es ist jetzt egal, wir schauen uns das an und vielleicht kommen wir dann morgen nochmal hierher. Es ist
ein Traum. Und das sind so verlassene Strände hier, wisst ihr? So alle paar hundert Meter liegt jemand. Also es ist nicht so eng und nicht so überfüllt. Mega romantisch. Also ich könnte es mir vorstellen für Paare und Frischverliebte. Also wenn ihr nach Spanien wollt, dann bitte hierher. Es ist ein Traum. Und für Familien ist es natürlich perfekt. Also auch unser Hotel ist total schön, familiär. Da ist ein Schwimmbad, da ist ein Spa-Bereich, da ist Kinderanimation. Die Schwimmbäder haben auch so Wasserrutschen. Also richtig cool. Das Essen ist 1A. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt von heute Morgen, weil das ist Buffet, also Frühstück, Mittagessen und Abends und Abendessen. Und das sind echt tolle Variationen. Das Essen ist so lecker. Also Paella, Fisch, Tapas, da ist wirklich alles dabei. Auch natürlich Nudeln, Pasta, alles. Bei Gelegenheit filme ich euch mal das Buffet ab. Nur es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, irgendwie so die Kamera rauszuholen. Und ja, das Essen zu filmen, so wisst ihr. Ja. Naja, aber das Hotel ist sehr einheimisch. Natürlich gibt es auch Touristen, aber da sind sehr, sehr viele Spanier. Und an der Rezeption und generell alle, die in diesem Hotel arbeiten, sind super sympathisch, super herzlich. So wie man das einfach kennt von Spaniern. Die sind ja sehr offen und sehr herzlich und da fühlt man sich echt wie zu Hause. Total herzlich. Schaut euch mal bitte diesen Ausblick an. Wie schön. Wow. Oh. Guck mal, der Samuel ist ein Fährtenleser. Der Samuel hat gesagt, hier war ein Hund. Ja. Und das war ein Vogel. Moment. Nein, Papa hat gesagt. Ach, hier. Papa hat gesagt, das hier war ein Hund. Und das hier war ein Vogel, habe ich gesagt. Und hier endet. Und hier ist noch einer. Ja, und da endet die Spur. Das heißt, er ist hochgeflogen, weggeflogen. Mhm. Komm mal, ein kleiner Indianer. Kleiner Indianer. Ja, guck mal hier, was ist das? Oh, und ich mit einer Jeanshose. Das war eine Eidechse, glaube ich. Hä? Hä? Ja, ein Vogel? Nein, ganz leicht. Siehst du die Spuren? Sind ganz ja. Leicht. Und das hier? Was sind das für Tiere? Das war eine Schnecke hier oder so. Ja, keine Ahnung. Und gefällt es dir hier, Schatz? Ja? Hast du Spaß? Was ist das? Oh, die ist schön. Ja, hier musst du aufpassen, weil hier sind auch so kaputte Muscheln. Genau, die sind scharf. Da kannst du deine Füße verletzen, Schatz. Wo sind denn seine Crocs? Habt ihr die im Auto gelassen? Nein, die sind nicht da. Was? Die sind einfach für Schuhe. Ach, du hattest andere Schuhe an. Stimmt, Schatz. Wow, die sind riesengroß. Hast du auch schon welche entdeckt? Boah, hier sind ja voll viele. Überall. Wow. Mega schön. Oh, ich hab's so vermisst. Ist es kalt? Nein. Nein? Es ist immer kalt. Oh, richtig kalt. Wir haben jetzt eine kleine Bootsfahrt gemacht. Wir sind vom Hotel aus mit dem Boot zu einem anderen Strand gefahren und schaut euch mal bitte diese wunderschöne Aussicht an. Also Cartaya Huelva hat wirklich wunderschöne, einsame Strände. Also wie ihr sehen könnt, es ist ziemlich verlassen. Hier sind wirklich wenige Leute und das ist sehr, sehr schön. Und der Samuel hat auch unheimlich viel Spaß, oder Schatz? Ja, die Schwimmflügel musst du noch anziehen, obwohl ich glaube, das Wasser ist ein bisschen zu kalt, weil das ist ja der Atlantik und nicht mehr Mittelmeer. Nein, ist mir nicht kalt. Ah, okay, ist dir nicht kalt. Also ich persönlich, wir waren ja also im August waren wir ja in Alicante und es ist ja Mittelmeer und das Wasser ist super angenehm.
richtig schön, also nicht warm, aber halt super angenehm, okay? Und hier ist es arschkalt, wirklich, also schauen wir einfach mal, ob wir reingehen oder nicht. Ich glaube, das entscheiden wir dann einfach ganz spontan. Alter, wie viele Muscheln! Alter, ich gebe dir gleich Alter. Ja, hier sind echt richtig viele schöne Muscheln. Da, 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 da! Oh, ich weiß gar nicht, ob meine Kamera das auffangen kann. Hier sind überall Delfine. Oh mein Gott! Ich muss mal ranzoomen, dass ihr die sehen könnt. Oh mein Gott, wie krass, der ist voll nah. Jetzt stell dir vor, du wärst im Wasser. Ja, wir chillen hier gerade unser Leben, aber wir müssen jetzt alles einpacken, denn unser Boot fährt wieder zurück zum Hotel. Und dann werden wir uns duschen, uns schön machen und dann gibt es Abendessen und ich versuche auf jeden Fall diesmal sowas zu filmen. So, wir haben uns jetzt zurecht gemacht. Sorry, das Licht ist hier fatal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Abendessen und wir nehmen euch mit. Also wir haben hier zwei verschiedene Restaurants. Und es sind beide Buffets und wir wissen ehrlich gesagt nicht, in welchen wir reingehen sollen. Wir gehen einfach mal rein, schauen uns das an. Aber es ist eher so vom Essen her so sehr spanisch angehaucht. Paella und Tapas und frittierten Fisch und so ein Zeug. Also sehr, sehr lecker. Also gestern Abend, ich habe zwar vergessen zu filmen, aber es war sehr lecker und wir waren sehr zufrieden. Und wir sind richtig satt geworden. Heute wissen wir aber nicht, in welchem Restaurant wir rein müssen. Also wir haben hier einmal diesen hier. Und da links ist noch einer, den ich euch jetzt aber nicht zeigen kann, später vielleicht. Ja, Schatz, in welchem Restaurant wollen wir rein? Hier gibt es Kindermühle, gehen wir mal hier rein. Okay. Oh, wie süß, das ist extra für Kinder hier, Hot Dogs und Würstchen, richtig cool gemacht. Das finde ich klasse, dass sie sehr kinderfreundlich sind in diesem Hotel und separat extra ja, Sachen kochen, die Kinder eben sehr gerne mögen. Und was möchtest du essen, Samuel? Möchtest du erstmal gucken? Zeig mal. Nee, das ist kein Mayo, das ist Alioli. Das ist eine typisch spanische Knoblauchsoße. Ja, Brötchen, dann haben wir hier einen Hotdog und hier frittierten Fisch. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Lass es dir schmecken, Schatz. Lecker. Ja, du musst schon ein bisschen reinhauen. Ja, super. Ja, ich habe mir hier Gambas geholt und dann habe ich hier Muscheln. Dann habe ich hier Lachs und Pommes und hier so zwei Rindfleischstückchen. Das werde ich jetzt erstmal essen. Der Lukas guckt noch, was er mag. Und hinterher hole ich mir auf jeden Fall noch weitere Sachen, denn es schmeckt so gut. Und Lachs und Fleisch wird vor einem frittiert und gekocht. Also richtig toll gemacht hier. So, wir sitzen jetzt hier auf der Couch und chillen eine Runde, weil wir hier WLAN haben. Und im Hintergrund könnt ihr es hören, es ist relativ laut, weil es gibt so eine Kinderanimation. Aber Samuel hatte keine Lust mehr irgendwie. Ja, und deswegen chillen wir hier ganz kurz und dann werden wir hochgehen, weil Samuel muss schlafen. Bist du schon müde? War ja klar. Du würdest ja auch nie Ja sagen, auch wenn du müde bist, gell? Welches Kind geht freiwillig ins Bett? Das ist mein Outfit. Ich habe ein weißes Rock an. Hier von Bershka so ein Oberteil, so ein Crop Top. Und diese Schuhe. Und ich bin jetzt ein bisschen müde. Morgen haben wir viel vor. Also wir werden morgen früh aufstehen, frühstücken. Dann wollen wir ins Schwimmbad. Dann werden wir Mittag essen und dann fahren wir wieder nach Sevilla. So eine Stunde von hier und dann wollen wir Alcázar noch mal besichtigen von innen. Das ist diese spanische berühmte Burg in Sevilla und anschließend wollen wir zu so einem, genau, Stierkampf. Ja. Zu einer Stierkampfarena, genau. Wir sind nicht die größten Fans und ich weiß, ihr draußen wahrscheinlich auch nicht. Tierquälerei, bla bla bla, schalalala. Aber das ist eben sehr berühmt in Sevilla und ich finde, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben.
dieser Spatz. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hoch und Samuel geht schlafen und Lukas und ich werden uns auf den Balkon hinsetzen und ein bisschen den Abend genießen und dann gehen wir auch schlafen. Heute passiert nicht mehr viel und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt, es ist so laut hier. Naja, ich würde jetzt einfach sagen, gute Nacht. Ciao, Lukas. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil die Alte hier vom Navi, die spricht mir einfach an. Unglaublich. Ja, und wir fahren wie gesagt nach Sevilla, denn wir wollen uns die Stierkampf-Arena anschauen. Hatte ich euch ja gestern Abend schon erzählt, glaube ich. Und wir sind auf jeden Fall super gespannt. Es ist auf jeden Fall super wichtig, es gesehen zu haben, wenn man in Sevilla ist. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Naked. Hola! 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 When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. When I was you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled! DJ Khaled! DJ Khaled! DJ Khaled! Wir stehen jetzt hier, wie heißt das nochmal? Dings Arena, was? Nee, ich komme gerade nicht drauf. Stierkampf. So, wir stehen jetzt hier genau davor, vor der Stierkampf Arena Sevillas. Hier müssen wir gleich rein. Und ich bin super gespannt. Es ist auf jeden Fall überfüllt hier. Und Sonntag ist in Sevilla unheimlich viel los. Also generell in Spanien ist Sonntag ein wichtiger Tag, wo sich die Menschen auftakeln, rausgehen. Es ist wie ein Samstag sozusagen. Also so könnt ihr euch das quasi vorstellen. Und wir sind auf jeden Fall super aufgeregt. Wir haben 34 Grad. Leute, ich schwitze so, das ist der Wahnsinn. Naja, wir gehen jetzt rein und ich nehme euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Wir befinden uns jetzt hier drinnen. Das ist der Wahnsinn. Es ist für mich auch das erste Mal. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sind jetzt hier bei Burger King gelandet, weil der Samuel sich das gewünscht hat. Und dann kann man hier drücken. Vorsicht. Einmal die Kamera erschießen. Ah. Oh, hat nicht so geklappt. Naja. Und ja, und wir sind langsam wieder. Wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren. Wir machen so einen Verdauungsspaziergang, ne? Und dann fahren wir wieder zum Hotel, wieder zurück und legen uns schlafen. Und wir sehen uns dann wieder morgen früh. Ich weiß nicht, ob heute noch was kommt. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Denn wohin geht's morgen? Nach Portugal. Nach Portugal. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Tschüss. Ja, aber wo ist denn dein Hamburger? Weg. Hallo. Wie weg? Hab ich nicht vergessen. Samuel, ess mal die Pommes. Mein Hamburger ist weg. Ich glaube, den hast du gegessen, Freund. Nein, mein Bauch ist dick. Ja, dann hast du ihn gegessen. Nein. Du hast doch überhaupt keinen Bauch. Hier ist mein Bauch. Wow. Das sind Sevillanas. Kann ich auch. Hallo, guten Morgen, neuer Tag. Wir waren frühstücken und sind jetzt direkt nach Portugal gefahren. 2 Stunden. Ja, sind jetzt angekommen und ich schwenke mal um. Hinter mir ist ein Wunder. Wow.
Wow, der ist ja schön. Guck dir mal die Aussicht an, meine. Ja, und wir stehen jetzt hier vor einem besonderen Strand, den man irgendwie gesehen haben muss, keine Ahnung. Das heißt Playa Marina, glaube ich. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, schaut mal. Und da laufen wir jetzt hin und gucken uns diesen Strand mal an. Da sind auch in der Nähe andere Strände, die wir auch besichtigen werden. Wow, oh, Mädels, oh mein Gott, guck mal. Wahnsinn, wie schön. Ich laufe da mal hin. Oh, hier ist eine Wespe. Hilfe, Wespe. Okay, tschüss, Wespe. Ciao, ciao. Wow, ist das schön, Mädels. Wahnsinn. Es ist das Beste einfach, wenn man im Urlaub ist und einen Mietwagen hat. Man kann echt überall hinfahren, alles besichtigen. Es ist echt, also ich kann es nur empfehlen. Ich schwenk nochmal um. Wow. Hammerhart. Hm? Malstein. Ein Malstein hast du gefunden. Guck dir das mal an. Wow, traumhaft schön. Der malt. Komm, wir gehen runter. Dieser malt. Ja, mit dem kann man malen, gell? Den kann man nicht anmalen. Der malt. Ja, natürlich kann man ihn nicht anmalen, Papa. Mit dem kann man malen, ne? Ja. Ja. Komm, Schatz, wir gehen mal näher. Ist das schön? Guck mal, wie schön das aussieht, Schatz. Ja, gestern ist nicht mehr viel passiert, deswegen habe ich nicht mehr gefilmt. Und heute Morgen war es auch ein bisschen stressig zum Filmen, weil wir uns ganz schnell beeilen mussten mit dem Frühstücken. Ja, Schatz, ja, der Samuel hat ein Armband bekommen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass es nicht so überbelichtet ist. Hier steht Samuel. Ja, und es ist einfach nicht mehr viel passiert und heute Morgen war es sehr stressig, deswegen habe ich nicht so viel, gefilmt. Ich schwenke mal um, das sieht so unglaublich schön aus. Oh mein Gott, ich habe keine Worte. Sieht aus wie Ägypten. Wie Ägypten? Das ist wie auf einer Planeten. Nehmen wir Bart, Samuel. Selfie gemacht. Wir machen noch ein paar mehr, warte. Zuerst bei Papa. Es blendet so sehr, ich sehe mich gar nicht. Moment. Ich kriege meine Haare so rum. Schnell. Hey, Chick-a-Lady. Shall I make a picture for you? Yes? Ja? Thank you very much. So, wir gehen jetzt runter zum Strand, also quasi diesen Strand, den wir eben von oben gesehen haben. Ja, es sind aber jetzt gefühlte 10 Stunden vergangen und wir haben auch irgendwie alle zusammen 10 Kilo verloren. Oh, es ist auch so heiß. Ja, der Lukas hat Hunger. Hunger. Du auch? Wandern in den Felsen macht hungrig. Wir wandern in den Felsen macht hungrig. Wow, das sieht schön aus. Ich zeige euch das gleich. Moment, mal gucken, ob das... Warte, Samuel. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Du Frecher. Tonto. Na, du sicherlich Tonto. So, wir stehen davor. Schaut mal, wie gigantisch das aussieht. Das Wasser glänzt so unheimlich schön. Aber es ist auch gar nicht so ungefährlich, weil die Steine runterfallen können. Also es ist überall ausgeschildert, dass Steine runterfallen könnten. Also auch ein Park quasi. Aber wunderschön.